Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld. Endstand 2:1 am ausverkauften Millerntor. Ich begrüße die beiden Trainer Uwe Koschinat und unseren Trainer Fabian Hürzeler. Und wie immer hat der Gast das erste Wort. Ihr Statement bitte. Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Ich muss ehrlich zugeben, dass es mich schon so ein bisschen ankotzt, dass ich meine Eröffnungsstatements jetzt immer erstmal mit einer Gratulation an den Gegner verbinden muss. Das tue ich selbstverständlich und mit Hochachtung nicht nur für den heutigen Sieg, sondern vor allen Dingen für den Weg, den ihr in der Rückrunde gegangen seid, unter dir, Fabian. Deswegen nicht nur Gratulation, sondern Kompliment für diese tolle Rückrunde. Okay. Ich glaube, dass wir heute in der ersten Halbzeit keine Punkte verdient haben, weil wir gegen unsere Idee heute in eine völlige Passivität verfallen sind. Wir immer nur Pässe gespielt haben, die hervorragende Pressing-Momente für den Gegner waren. Wir hatten überhaupt keine Zielstrebigkeit Richtung Tor. Man spricht ja gerne von Vertikalität, sondern haben im Grunde genommen die Paulianer immer wieder eingeladen, uns sehr, sehr aggressiv und hoch anzulaufen. Unsere Lösung war dann immer nur der lange Ball auf Klos, der sehr gut wegverteidigt wurde. Folgerichtig haben wir sehr, sehr viel Gas bekommen, mussten unheimlich hart auf der letzten Verteidigungslinie arbeiten. Es gab einige klare Möglichkeiten für St. Pauli. Insofern mussten wir froh sein, dass wir in die Halbzeitpause gekommen sind mit diesem 0:0. Aber wir waren uns alle einig, dass wir mit dieser Art definitiv hier keine Chance haben, über 90 Minuten das Spiel zu überleben. Deswegen haben wir auf eine deutlich aktivere Art umgestellt, die eigentlich unserer Spielweise auch entspricht. Den Gegner aktiver angelaufen, auch mal das Spiel versucht umzudrehen. Das hat dann deutlich besser ausgesehen. Insofern ist es dann schon bitter, dass wir über diese Veränderung am Ende eben auch das 0:1 gefressen haben, indem wir in der Mitte sehr weit offen waren. Und dass das Ding dann nicht mehr wegverteidigen konnten mit dem 0:1 und der Energie hier im Stadion ist mit Sicherheit sehr, sehr schwer, das Ergebnis nochmal zu verändern. Dann kam das sehr, sehr unglückliche 0:2 nach der Standard hinzu. Insofern dann ein Stück weit eine absolute Probe für die Mannschaft jetzt in dieser Situation. Ich finde, dass wir dann aber wirklich eine neue Energie auf den Platz gebracht haben. Ich könnte ein bisschen ketzerisch sagen, mit dem Mut der Verzweiflung. Am Ende gehört das natürlich in einer solchen Situation auch dazu, sich auf der einen Seite nicht gehen zu lassen und auf der anderen Seite eben alles in die Waagschale zu werfen, um das Ergebnis noch zu verändern. Das haben wir hinten raus eigentlich mehrfach möglich gemacht. Am Ende ist es mit Sicherheit ein über die gesamte Spielzeit gesehen absolut verdienter Sieg. Trotz alledem wäre logischerweise hinten raus für uns dann noch ein Punkt möglich gewesen. Nochmal mein Kompliment und meine Gratulation an St. Pauli. Uns stehen mit Sicherheit jetzt ganz, ganz schwierige letzte 4 Spiele vor der Brust. Dankeschön. Vielen Dank. Fabian, dein Statement bitte. Vielen Dank für das Kompliment und auch für die Glückwünsche. Ich glaube, dass ich das Spiel sehr, sehr ähnlich gesehen habe. Wir haben sehr, sehr gut angefangen. Wir hatten eine super Positionierung mit dem Ball, was uns dadurch dann auch geholfen hat, dass wir natürlich im Gegenpressing sehr, sehr gut waren. Wir waren unheimlich aggressiv, unheimlich aktiv, auch gegen den Ball. Viele Sprints, immer wieder hoch angelaufen und dann auch Druck auf den Ball bekommen, dadurch frühe Ballgewinne. Ja, und dann mit Ball auch einfach eine klare Struktur gehabt, wirklich eine gute Positionierung. Also wenn ich die ersten 75 Minuten bis zum Anschlusstreffer von Bielefeld nehme, dann ja, kann ich sagen, dass ich damit sehr, sehr zufrieden war, weil es war im Gesamtpaket unsere beste Leistung, was mit dem Ball angeht, was aber auch Umschaltenverhalten angeht. Ja, und was dann passiert, sieht man, glaube ich, im Fußball sehr, sehr häufig. Anschlusstreffer 2:1. Wir hatten nicht mehr die Kontrolle über das Spiel, wir haben es auch nicht mehr geschafft, vor allem mit dem Ball Lösungen zu finden, wurden dann zu passiv, zu mutlos. Ja, und dann hatte Bielefeld schon nochmal die eine oder andere Möglichkeit, wo wir dann auch Glück gehabt haben, aber das haben wir uns dann, glaube ich, auch verdient. Deshalb mit den ersten 75 Minuten sehr, sehr zufrieden. Was danach war, gar nicht zufrieden, werden wir definitiv auch uns nochmal angucken. Aber im Großen und Ganzen war ich mit der Einstellung super zufrieden, wie sie gespielt haben. War wieder ein Schritt in die richtige Richtung, vor allem die ersten 75 Minuten. Und wie gesagt, was danach war, ist zwar im Fußball üblich, aber sollte uns nicht so häufig vorkommen. Ich wünsche auch Bielefeld alles, alles Gute für den Rest der Saison. Vielen Dank. Dankeschön. Sofern es Fragen gibt, bitte ein kurzes Handzeichen. Wir beginnen mit Tim Eckert vom Millerntor. Herr Koschinat, eine Frage an Sie. Sie haben sich für eine Fünferkette entschieden gegen den FC St. Pauli.
in den Spielen zuvor haben Sie auch mit einer Viererkette gespielt, später haben Sie auch wieder umgestellt auf eine Viererkette. Können Sie einmal darstellen, was den Ausschlag dafür gegeben hat, gegen den FC St. Pauli so zu starten? Nicht mit einer Fünferkette zu spielen. Und das war ja unser Problem, dass wir aufgrund unserer extremen Passivität und aufgrund unserer ganz geringen Ballbesitzzeiten es nie geschafft haben, Bastian Oczypka in eine höhere Positionierung zu bringen. Man kann dann schon sehr, sehr gut verstehen, dass eine letzte Reihe, die eigentlich im permanenten Dauerstress des Verteidigens ist, dass sie dann eher versucht, eben Räume maximal zu schließen. Und wenn du einen Spielertypen wie Bastian Oczypka dann im Team hast, dir den auch etwas näher heranzuholen. Wir wussten schon natürlich auch, dass St. Pauli über eine enorme Geschwindigkeit verfügt. Insofern ist das Problem, ein falscher Stellungsfehler in einem relativ großen Räumen nicht mehr so gut zu korrigieren. Insofern war das tatsächlich eine mannschaftstechnische Anpassung, weil wir einfach, das ist für mich das entscheidende Problem gewesen, nahezu überhaupt keine Ballbesitzphasen hatten, also gar nicht in die Struktur kommen konnten, die wir tatsächlich uns vorgenommen haben. Insofern dann auch die Anpassung in der zweiten Halbzeit und das, was in der ersten Halbzeit passiert war, das hat wirklich etwas damit zu tun, dass Pauli ein sehr, sehr gutes Positionsspiel hatte, dass sie überwiegend den Ball hatten, dass sie den Ball sehr, sehr schnell zurückgewonnen haben und dass wir uns einfach nicht in diese Positionierung hineinbewegen konnten, die eigentlich geplant waren. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Tim. Fabi, Manus Hayakas und Lea Paccarada haben anders als in den letzten Spielen häufig gespielt, wenig in die Halbräume reingeschoben, sondern eigentlich meist immer direkt in die letzte Kette. War das so geplant gegen eine Fünferkette? Wäre das auch, oder ich habe jetzt gerade erfahren, es war gar keine Fünferkette. War das so die Idee dahinter, dass Marcel Hartl vielleicht ein bisschen weniger die Räume in die letzte Kette sucht, sondern dass diesmal über die Flügelverteidiger läuft? Ich glaube, dass Packer schon gut in der Position war. Manus war tatsächlich zu hoch in der ersten Halbzeit und das hat uns dann ein bisschen in der Position, sag ich mal, nicht geholfen, weil wir nicht diesen Halbraum besetzt haben, wo wir nicht hinkommen wollten. Trotzdem war er sehr aktiv. Er hat sich was vorgenommen, er ist unheimlich viel gelaufen, unheimlich oft auch in die Tiefe gesprintet, das wollten wir auch. Wir wollten die letzte Kette von Bielefeld sehr hoch binden, haben wir dann auch wirklich gut geschafft und trotzdem, was auch gut erkannt war Manus teilweise zu hoch. Ich fand Packer war super in der Positionierung, Manus war teilweise zu hoch, trotzdem sehr aktiv, aber da sind auf jeden Fall noch Entwicklungsschritte in der Positionierung nach oben. Trotzdem, das Engagement bei Manus, wie er ins Gegenpressing gegangen ist, war sensationell. Einmal in der zweiten Reihe, bitte. Ja. Kerstin Kalkreuter, Neue Westfälische aus Bielefeld. Herr Koschinat, Sie hatten vor dem Spiel gegen St. Pauli angekündigt, die Mannschaft wolle ein anderes Gesicht zeigen als gegen Hannover. Jetzt hat man ja eigentlich bis zur Halbzeit Glück gehabt, dass man, wie Sie auch schon sagten, mit 0-0 da reingeht. Stimmte die Einstellung dann doch nicht? Das ist von außen immer so unfassbar leicht gesagt. Aber glauben Sie mir, auf dem Fußballfeld fühlen sich Dinge eben manchmal etwas anders an, als man sie sich tatsächlich vornimmt. Denn ich habe das schon ein paar Mal dargestellt, in der jetzigen Situation einem Spieler ein grundsätzliches Einstellungsproblem irgendwo anzuhaften. Das ist wirklich Blödsinn. Es geht jetzt um andere Faktoren. Es geht jetzt darum, dass wir uns prinzipiell im Grunde seit dem ersten Spieltag in einer permanent sehr, sehr schwierigen Ausgangssituation befinden und das natürlich eine Drucksituation ist, von der man schon sagen muss, dass sie mittlerweile einfach enorm ist. Und sich aus der zu befreien, da gibt es im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich logischerweise Erfolgserlebnisse. Dann spielt es sich etwas anders, dann spielt es sich mutiger. Rückschläge musst du dann einkalkulieren, die haben wir gerade. Und der zweite Faktor ist logischerweise leider Gottes im Fußball auch immer ein Gegner. Und da haben wir eben heute gesehen, dass St. Pauli mit der aggressiven Ballrückeroberungsstrategie uns unheimlich festgesetzt hat und dass dann von außen es so wirkt, als ob eine Mannschaft keine Einstellung hätte. Aber daran hat es wirklich nicht gelegen, sondern es ist am Ende eben eher eine Frage, also die Haltung auf den Platz zu bringen, deutlich aktiver zu sein und wirklich das Heft in die eigene Hand zu nehmen. Und da würde ich der Mannschaft aber nicht diese klassischen Einstellungsthemen irgendwo anheften. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise, Ihnen und euch.